Verehrte Geschwister, wir werden uns heute mit einem Prophetenwort befassen, was der Gottgesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Ummah, der Gemeinde, mitteilte. Ein Prophetenwort, was Imam an-Nawawi in seiner Sammlung von den 42 wichtigsten Prophetenworten mit aufgenommen hat. Es ist gleich der vierte Hadith, den er thematisiert, und Ibn Rajab al-Hanbali, der große Hadith-Gelehrte, hat diese Prophetenworte auch kommentiert und hat ein Werk verfasst über die aus seiner Sicht der Dinge 50 grundlegendsten, wichtigsten Prophetenworte. So ist also dieses Prophetenwort sehr, sehr zentral, geehrte Geschwister. Niemand 42 Hadith gesammelt, andere bestätigt diese 42 und fügt noch 8 hinzu. Und es sind unsere Großgelehrten der muslimischen Gelehrsamkeit. Und das ist dann gleich der vierte Hadith. Ja? Dann verdient das unsere Aufmerksamkeit. Ja? Wie auch jeder andere Hadith unsere Aufmerksamkeit verdient, hier vielleicht eine gewisse Betonung, weil der Hadith eben ein grundlegender ist. Und sei es, dass für einige eine Wiederholung heute ansteht, so soll er sich freuen, weil Allah Ta'ala sagt im Koran in Bezug auf die Wiederholung, in Bezug auf die Erinnerung, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und erinnere, denn die Erinnerung, ja, die eine Wiederholung, auch immer stets das Bekannte ist, ja, erinnere, denn die Erinnerung, sie nutzt den Imanhabenden. Sie nutzt den Überzeugten. Ja? Wir wollen also alle einen gewissen Nutzen mit uns nehmen in nicht nur die Restwoche oder in die nächste Woche, sondern in Bezug auf unser restliches Leben. Imam Muslim verifizierte, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen zusammengebracht. Hier wird die Tropfenphase erwähnt. Danach wird er ebenso lange ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Dann entsendet Allah den Engel, der ihm die Seele einhaucht. Ja, das sind drei Phasen, wo ein bestimmter Zustand eben dominiert, wie eben Rajab kommentiert unter anderem. Und dann wird die menschliche Seele eingehaucht. Ja, dann entsteht eine andere, eine neue, ja, Khalqan Akhar, wie Allah Ta'ala im Koran sagt, Schöpfung. Dann wird der Engel mit viererlei beauftragt, vier Angelegenheiten, mit der Bestimmung, ja, seines Lebensunterhalts oder mit der Niederschrift, ja, Al-Katb, mit der Niederschrift seines Lebensunterhalts, seiner Lebensdauer, seiner Taten und ob er elendig oder glückselig sein wird. Ich schwöre bei dem, außer dem es keinen anderen Gott gibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er schwört bei Allah. Er schwört bei Allah, weil es sich um eine wichtige und religiöse Angelegenheit handelt. Ja? Das, was wir draußen oft hören, ja, Wallah und Wallah, wegen Nichtigkeiten oder wenn es gar um Verbotenes sich handelt, ja, das ist entwürdigend. Ja? Wir schwören nur, wenn es wichtig ist, ja, bei gewichtigen Angelegenheiten. Der Prophet schwor also bei Allah, dass es einige unter euch gibt, die wahrhaftig solche Werke der Bewohner des Paradieses vollbringen, bis sie von ihm nur um eine Ellenlänge entfernt sind. Ja? Imam an-Nawawi erklärt, damit ist die Lebensspanne gemeint. Ja. Danach wird er sterben. Ja, so. Er arbeitet so lange oder er wirkt so lange die Taten der Paradiesbewohner, ja, bis er kurz vor seinem Tod ist. Und was passiert? Dann ereilt ihn das Geschriebene und somit vollbringen sie die Werke der Bewohner der Hölle und gehen in diese ein. Und es gibt einige unter euch, die wahrhaftig solche Werke der Bewohner der Hölle vollbringen, bis sie von ihr nur um eine Ellenlänge entfernt sind
Und dann ereilt sie das Geschriebene und somit vollbringen sie die Werke der Bewohner des Paradieses und gehen in dieses ein. Ja, fayasbiqu alayhi al-kitab. Dieser Hadith, geehrte Geschwister, er behandelt das Schicksal. Das Schicksal, ein sehr komplexes Thema, nicht nur komplex, ein mysteriöses, ein geheimnisvolles Thema. Unser Gelehrter in Überzeugungsfragen, Imam At-Tahawi, hat vor guten 1150 Jahren die folgenden Worte zu diesem Thema Schicksal gesprochen. Zunächst einleitend. لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانَ. Es gibt zwei Sorten von Wissen. عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ الْمَفْقُودٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَالدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. Das Wissen, er erklärt, es gibt die eine Sorte an Wissen, das ist den Geschöpfen zugänglich. Das ist vorhanden für die Geschöpfe. Und das Wissen, das den Geschöpfen unzugänglich ist. Und das Leugnen des zugänglichen Wissens, das Allah Ta'ala, der Schöpfer und Herr des Universums ist, dieses Wissen ist zugänglich, ist offenbar, ist offenkundig. Und wer das leugnet, ja, der begeht Wahrheitsbedeckung. Ja? Und die Behauptung, das unzugängliche Wissen zu besitzen, ist auch eine Wahrheitsbedeckung, ist auch Kufr, ist auch Leugnung. Ja, und der Iman, die Überzeugung ist nur dann korrekt, der Iman, die Überzeugung Allah gegenüber, ja, der Religion gegenüber, ist nur dann korrekt, wenn das zugängliche Wissen angenommen wird. Ja, man bestätigt dies, man erklärt dies für wahr. Und man das Streben nach dem unzugänglichen Wissen unterlässt. Weil وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. Weil die Beschaffenheit des Schicksals ein Geheimnis Allahs ist. Ein Geheimnis Allahs ist. Erhaben ist er in seiner Schöpfung, dass weder ein ihm nahestehender Engel noch ein entsandter Prophet, ja, erschlossen bekommen hat. Schicksal ist ein, ja, nicht nur ein komplexes Thema, sondern es ist ein mysteriöses, geheimnisvolles Thema. Ja. Weiter, die intensive Beschäftigung und die Spekulation über dies haben das Scheitern zum Ausgang. Wer sich also darin vertiefen möchte und ja, durch Spekulationen und ja, Vertiefung, der wird scheitern. Denn es ist eine Stufenleiter, die zur Verwehrung des Guten führt und eine Treppe hin zur Übertretung. Ja? Also man kommt Übertretungen immer näher, ja, beziehungsweise wird einem das Gute dadurch verwehrt. So gilt es, sich hiervor in Acht zu nehmen, sei es in Form von Spekulation, Überlegung oder Einflüsterungen. Und warum wählen wir heute dieses Thema? Geehrte Geschwister, wir wollen uns mit dem befassen, was für uns grundlegend, wichtig und bekannt ist. Ja. Und wir wollen uns in Acht davor nehmen, Missverständnissen zu unterlegen. Missverständnisse, die unsere Auffassung Allah gegenüber trüben, beschädigen, unsere Beziehung zu Allah Ta'ala verschlechtern. Ja. Wir wollen uns an das erinnern, was wichtig ist. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Achi, salamu alaikum Achi, anta lasta mas'ulan, fa da'a al-sittar kama hu, kama kan. Weil wir Missverständnisse haben können, ist es wichtig, diese Missverständnisse zu beseitigen und nur das Beste von Allah Ta'ala anzunehmen, denn der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Ja, Imam Muslim. Keiner von euch soll sterben, und das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, drei Tage,
vor seinem Tod. Keiner von euch sollte diese Welt verlassen, sollte sterben, außer dass er das Beste von Allah Ta'ala annimmt. Ja. Warum? Weil Allah Ta'ala gesagt hat, wie authentisch überliefert ist, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ja. Ich erfülle die Erwartungen meines Dieners, die er in Bezug auf mich hegt. Ja. So das, was wir von Allah meinen, ja, diese, wenn wir in unser Herz schauen, ja, diese Beziehung zu Allah, wie wird sich Allah Ta'ala uns gegenüber verhalten? Ja. Allah erfüllt diese Erwartungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Bezug auf das Schicksal, ja, reine und gute, dementsprechend auch gute Erwartungen in Bezug auf dieses Schicksal haben. Eins, geehrte Geschwister, ist eine wichtige Lektion: Wir tragen Verantwortung. Niemand darf die Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so lesen: Ja, ich habe ja keine Verantwortung. Das ist eine Art Roulette, ja? Und wo ich lande, ob auf Rot oder auf Schwarz oder auf Weiß oder auf wo auch immer, ja, da habe ich keine Verantwortung dafür. Nein. Allah Ta'ala sagt im Koran: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah trägt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ja, und er befiehlt uns das Gute an. Und er verwehrt uns das Schlechte. Ja. Wir sollen uns also um seine Befehle kümmern, die wir tragen können. Und wenn wir sie nicht tragen können, können wir die Vergebungsbitte tragen. Ja. Sollten wir aus Schwäche gefallen sein, so liegt uns die Vergebungsbitte und die Reue als Mittel der Annäherung zu Allah Ta'ala bereit. Und Allah Ta'ala sagt, laha ma kasabat, für die Seele, ja, auf der Waagschale, als Fürsprecher, ist das, was sie sich erworben hat, al-kasb. All unsere Seelen erwerben, geehrte Geschwister, Positives, Negatives, und dafür werden sie zur Verantwortung gezogen, zur Rechenschaft gezogen. Wa alayha ma iktasabat. Und gegen sie wird, alhamdulillah, nur das sprechen, was sie auch erworben haben, die Seelen. Ja, nicht was andere erworben haben. Oder nicht aufgrund dessen, dass man etwas mitgegeben bekommen hat. Ja? So, wir werden nicht vor unsere Nasen zur Rechenschaft gezogen oder vor unsere Ohren, ja, für unsere äußere Gestalt, weil keiner von uns hatte da ein Mitspracherecht gehabt. Aber für das, was wir erwerben, werden wir zur Rechenschaft gezogen. Im Positiven wie auch im Negativen. Und das ist nicht nur Gerechtigkeit, liebe Geschwister, das ist Barmherzigkeit. Und sogar in der Formulierung, laha ma kasabat, wa alayha ma ktasabat, ja? Kullu ziyadatin fil mabna ziyada fil ma'na, sagen die Grammatiker. Wenn das Verb länger und größer wird, ja, dann wird auch die Bedeutung größer. Und für die Seele spricht das, was sie sich quasi leicht erworben hat. Ja, laha ma kasabat. Aber gegen die Seele spricht nur das, wo ein starker Wille auch involviert gewesen ist. Ja, iktasaba ist komplexer, ja, bedeutungsvoller als kasaba. Niemals dürfen wir diese Eigenverantwortung, geehrte Geschwister, in irgendeiner Form vernachlässigen. Und in diesem Sinne sagt der Gelehrte Al-Marnisawi, ja, er sagt, Al-Katbu bil-Wasfi la bil-Hukm. Ja, wenn wir also über das Geschriebene sprechen, ja, sagt er, dieses Geschriebene ist eine Beschreibung, aber keine Bestimmung, der man nicht entkommen konnte. Ja, ich war ja wie ferngesteuert, als ich im Laden geklaut habe, weil das mein Schicksal gewesen ist. Also meine Glieder wurden dazu gezwungen. Nein, Allah weiß, was du natürlich wirst machen. Und deswegen ist das bei ihm in Al-Lawh al-Mahfuz niedergeschrieben. Aber das ist eine Beschreibung. Du warst nicht dazu, also du trägst im Rahmen deines Erwerbens dafür Verantwortung. Du trägst Verantwortung. Wir alle tragen, geehrte Geschwister, Verantwortung. Und deswegen versuchen wir, das Beste zu machen. Wir sind nicht untätig. Ja, das zum einen, geehrte Geschwister, und wir rennen auch nicht in irgendein Unglück hinein oder tragen dazu bei und sagen, ja, das war ja
freies Schicksal gewesen. Eine wundervolle Begebenheit, Imam Bukhari unter anderem dokumentiert diese. Die Prophetengefährten waren auf dem Weg, dem römischen Aggressor zu begegnen, Richtung Syrien. Und dann erfuhren sie, dass in einer bestimmten Stadt eine Seuche ausgebrochen ist. Ja? Und was hat Omar gemacht? Was macht man in solchen Situationen? Er sagte, bringt mir die ersten Muslime, die Auswanderer, Al-Muhajirun. Und man hat sich beraten und einige haben gesagt, wir bleiben lieber hier. Wir wollen der Plage nicht begegnen, der Seuche nicht begegnen. Andere haben gesagt, nein, komm, wir machen weiter. Es gab also kein eindeutiges Ergebnis. Und dann sagte Omar, bringt mir die Ansar. Ja, also diejenigen, die später Muslime wurden und sehr verdienstvoll auch sind. Und die Ansar hatten auch beide Auffassungen. Und dann sagte Omar, eigentlich Muhajirun und Ansar, ja, das war's. Er sagt, bringt mir diejenigen, die nach dem Einzug in Mekka Muslime geworden sind. Ja, die Älteren von den Quraysh. Also diejenigen, die am längsten gebraucht haben, den Islam anzunehmen. Aber schaut, was diese einvernehmlich gesagt haben. Die haben gesagt, wir gehen da nicht rein. Ja. Und Omar sagte, und das ist jetzt der Entschluss, ja, wir betreten diese Stadt nicht, wo die Seuche ausgebrochen ist. Und er sagte Abu Ubaida, afiraran min qadarillah, er sagte zu Omar, also fliehst du vor der Bestimmung Allahs? Wisst ihr, was Omar gesagt hat? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ja, wir fliehen von der Bestimmung Allahs zur Bestimmung Allahs. Ja, wir fliehen von der Bestimmung Allahs, ja, zur Bestimmung Allahs. Das heißt, dem Schicksal kann man so oder so nicht entkommen. Wir sind nicht für den Ausgang der Angelegenheiten verantwortlich. Aber wir sind dafür verantwortlich, im Rahmen des Möglichen, im Rahmen des Erlaubten, die besten und richtigsten Entscheidungen zu treffen, geehrte Geschwister. Ja, und Ibn Hajar sagte auch, ja, Allah hat uns befohlen, dies kommentierend, vorsichtig zu sein, ja, und Dingen aus dem Weg zu gehen, die unsere Zerstörung bedeuten. Ja. Und das ist eine wichtige Lektion in Sachen Schicksalsfragen, geehrte Geschwister. Wir sollen uns um das kümmern, was Allah uns auferlegt hat. Ja. Das Schicksal als Geheimnis Allahs und die Zukunft und was sich in ihr ereignen wird, das ist etwas, das ist bei Allah, das ist nicht in unserem Aufgabenbereich. Ja? Und wir leben ein befreites Leben, wenn wir uns mit dem und ein erfolgreiches beschäftigen, was wir vermögen, ja? Anstatt uns mit dem zu befassen, was wir sowieso nicht vermögen und nicht in unseren Händen liegt. Und subhanallah, wisst ihr, was dann passiert ist? Abdurrahman ibn Auf, der abwesend war, er kam dazu und er sagte, ich habe vom Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam, also nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, dass wenn man mitbekommt, dass in einem Ort, an einem Ort eine Seuche ausgebrochen ist, niemand soll diesen Ort betreten und niemand soll diesen Ort verlassen. Die Order zur Quarantäne. Ja, ist eine prophetische, ein prophetischer Befehl. Ja, und am Ende waren dann die Prophetengefährten glücklich, weil diese Überlieferung, die ihnen in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, ihre Entscheidung auch bestätigt haben. Auch, geehrte Geschwister, ist wichtig, dass wir stets in unserem Herzen die Gewissheit und das Vertrauen haben, dass Allah unsere Aufrichtigkeit niemals wird im Stich lassen. Niemals wird enttäuschen. Dass Allah immer mit uns ist. Wenn wir aufrichtig sind, unterstützt er uns, liebt er uns, vergibt er uns, verhilft uns zum Erfolg, ändert unsere Lage hin zum Positiven, gewährt uns weiterhin das Positive, lässt uns innerlich wachsen, lässt uns in beiden Welten erfolgreich sein. Das ist sehr wichtig. Ibn Qayyim, er verurteilt, dass man den Hadith in irgendeiner Form so liest, im Sinne einer Unberechenbarkeit. Im Sinne von, ja, da gibt es Menschen, die tun ein Leben lang die Werke des Paradies, der Paradiesbewohner und dann am Ende kurz vor ihrem Tod, ja, tun sie Werke, die sie dann in die Hölle bringen.
Als ob das so unberechenbar wäre und ja, als ob keine Beziehung zu Allah Ta'ala bestehen würde. Hört euch die Worte Ibn Qayyims an. Al-Juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha yubaghiduna Allah ila khalqi wa yaqta'una alayhim tariq mahabbati wa tawaddud ilayhi bi ta'atihi min haythu la ya'lamun. Diejenigen, die höchst unwissend sind in Bezug auf Allah und seine Namen und seine Eigenschaften und die die Realitäten dieser Eigenschaften und Namen außer Kraft setzen, ja, aussetzen, machen Allah seiner Schöpfung gegenüber verhasst. Er wird weiter ausführen und erklären. Versperren den Mensch den Weg, Allah zu lieben, sowie dazu, seine Liebe durch Gehorsam, durch gehorsame Annäherung ihm gegenüber zu erlangen. All dies, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ja, und er sagt, dabei führen sie authentische Überlieferungen an, die sie aber nicht richtig verstanden haben. Ja. Wer jetzt also meint, ja, jemand tut sein ganzes Leben lang Gutes, ja, und dann aufgrund einer Unberechenbarkeit des Schicksals, ja, tut er dann Schlechtes und kommt dann in die Hölle. Was ist mit diesen, stellt euch mal vor, ihr habt 60, 70 Jahre Allah Ta'ala aufrichtig gedient. Wie kann das passieren? Ibn Qayyim, er weist das auch zurück. Das passiert nicht, sagt er. Das passiert nicht. Hört euch seine weitere Erklärung an. Wer diese Überlieferung nicht versteht, wird dem Missverständnis erliegen können, ist jetzt paraphrasiert von mir, dass selbst über einen langen Zeitraum gewirkte rechtschaffene Werke korrekt sowohl vom Äußerlichen wie auch vom Innerlichen her keinen Nutzen haben. Keinen Nutzen haben. Vielmehr würde man das Gefühl haben, vor Allahs Plan nicht sicher zu sein, da es ja seine Art wäre, Konjunktiv, den Gottesfürchtigen von der Moschee ins Bordell, vom Monotheismus und des preisenden Gottesgedenken zur Beigesellung und zur verbotenen Musik sowie von der reinen Überzeugung zur Überzeugungsverweigerung zu führen. All dies erklären diese Irrgeleiteten im Namen des Tauhid, ja, im Namen der Religion, im Namen des Islam. Ja, er hat hier sehr deutliche Worte gefunden. Ich hatte mir überlegt gehabt, das ein oder andere zu umschreiben, aber weil es nicht Ibn Qayyims Art ist, einfach mal so deutliche Worte zu finden, wollte ich es einfach beim korrekten Übersetzen belassen. Ja, und eine Paraphrasierung wäre auch nicht falsch gewesen per se. Ja. Wie kann man das meinen, sagt Ibn Qayyim? Jemand, der sein ganzes Leben lang aufrichtig war, dass so etwas passiert. Unmöglich. Und die Konsequenz dessen, wer eine solche Überzeugung in sich trägt, ist, dass er sagt, diese armselige Person, dass das Wirken im Allgemeinen weder nutzt oder schadet. Dann denkt man sich doch, ja, bevor ich jetzt 60, 70 Jahre lang mich anstrenge und am Ende sowieso die Würfel entscheiden, ja, dann lasse ich es doch gleich bleiben. Weil es nutzt doch nichts, ob ich jetzt Gutes oder Schlechtes tue. Ich weiß ja nicht, was mich für ein Schicksal ereilt. Ja. Und die Folge ist, dass die gute Tat einen nicht mehr erfreuen wird und die schlechte Tat, die man begeht, wird einen nicht mehr erschüttern. Ja. Und er sagt, was schreckt die Menschen mehr von Allah ab und lässt ihn verhasster sein als eine solche fehlerhafte Überzeugung? Und wenn die Heretiker, ja, diejenigen, die die Religion falsch verstehen und verdrehen, auch bewusst, sich angestrengt hätten, die Religion bei den Menschen verhasst sein zu lassen, sowie um vor Allah abzuschrecken, so hätten sie nichts Wirksameres als dies hervorbringen können. Ja. Und er sagt, wenn so etwas von religiösen Personen geäußert wird, ein solches fehlerhaftes Verständnis, sagt er, ist der verständige Feind weniger schädlich als der unwissende Freund. Ja, weil das ja von unseren eigenen Reihen dann quasi kommt, aus den Reihen derjenigen, die religiös sind. Was sagt Ibn Qayyim voller Selbstbewusstsein? وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقِيقَةً إِخْلَاصًا وَإِيمَانًا فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْدَلُ وَأَكْرَمُ وَأَرْحَمُ مِنْ أَنْ يَخْذُلَهُ فِي نِهَايَةِ عُمْرِ. Wer die Taten der Bewohner des Paradieses wahrhaftig vollbringt, in Überzeugung Allah Ta'ala gegenüber und aufrichtig Allah Ta'ala gegenüber, ja, Allah ist gerechter und großzügiger und barmherziger, als dass er diese Person, ja, am Ende seines Lebens im Stich lassen würde.
Subhanallah. Starke Worte. Sehr starke Worte, Alhamdulillah. Bal hada ahlun littawfiqi wattasdidi wattathbiti. Kama qala Allahu ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Und er sagt, sondern diese Person, sie ist es würdig, dass Allah Ta'ala ihr Erfolg verleiht, ja, und die Schulden begleicht oder sie richtig lenkt, sie richtig führt und ihr Festigkeit in der Religion gibt, so wie Allah Ta'ala im Koran sagt. Und was den angeht, der die Taten der Bewohner des Paradieses verhaftet, Allah festigt diejenigen, die Iman haben, die überzeugt sind, durch das beständige Wort im Diesseits und im Jenseits. Ja, das ist ein Versprechen Allah Ta'alas, dass er diesen Menschen Festigkeit wird geben. Damit wir nicht nur Worte hören, die uns beruhigen, ja, und weil wir das gerne hören, sind wir dann unkritisch gegenüber, ja, was lässt Ibn Qayyim so selbstbewusst sein, ja, werden wir auch die Grundlage seiner selbstbewussten Worte heute erarbeiten, nämlich die Prophetenworte, ja. Prophetenworte erklären andere Prophetenworte näher. Ja? Koran kommentiert Koran, Sunna kommentiert Sunna, Sunna kommentiert Koran, Koran kommentiert, das ist eine Gesamtstruktur. Kann man nicht nur eine Sache rausziehen und dann am Ende die anderen Kommentare einfach ausblenden. Der Prophet kommentiert also, sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'amalu amala ahri jannati fima yabdu linnas. Ja, dass es jemanden gibt, der die Werke der Bewohner des Paradieses vollzieht in den Augen der Menschen. Ja? So erscheint es den Menschen. Ja? Wa huwa min ahlin nar. Aber er gehört zu den Bewohnern des Feuers. Ah. Das heißt, diese Person war gar nicht wahrhaftig gewesen. Sie hatte keine Aufrichtigkeit gehabt. Sie hatte keine Absicht gehabt. Das hat sie vielleicht gemacht, um von Menschen gelobt zu werden. Oder damit vielleicht das Geschäft ein bisschen besser läuft. Ja, bei dem gehen wir einkaufen, der ist ja so religiös. Ja? Aber das war nicht für Allah Ta'ala vollzogen. Ja? Das heißt, aus diesen Worten lernen wir, Allah kennt die Herzen. Und wir sind auch vorsichtig zu urteilen. Ja? Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, wenn man jemanden loben möchte, ja, soll man sagen, Allah ist dein Richter. Er erscheint mir so und so. Ja? Und Allah ist dein Richter. Ja, nur Allah kennt die Person. Ja. Wir nehmen aber auch mit, ja, dass umgekehrt, ja, manche Menschen, wie der Prophet auch sagte, ja, wa inna ar-rajula la ya'malu a'mala ahli an-nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Ja, umgekehrt auch. Es gibt manche Menschen, die leben an Allah vorbei, aber vor ihrem Tod finden sie zur Reue. Und das beruhigt uns auch in Bezug auf uns selbst, in Bezug auf andere, die wir vielleicht auf diesem Weg sehen, die sagen, ja, die Reue ist uns stets ein mögliches Geschenk. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله was muss ich jetzt kürzen? Wir lernen aus diesem Hadith, dass unsere Anstrengung nie zu Ende geht. وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ sagt Allah Ta'ala am Ende der Surat Al-Hijr, der 15. der Abfolge nach. Und diene deinem Herrn, bis zu dir die Gewissheit kommt. Und mit der Gewissheit ist hier, wie der Prophet kommentierte, sallallahu alaihi wasallam, der Tod gemeint. Ja. Wenn man jetzt 70, 80 Jahre alt ist und man schaut auf 60, 70 Jahre an guten Werken zurück, dann ist dieses Prophetenwort eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Dass man nicht sagt, ja, ich lebe jetzt sowieso nicht mehr so lang und ja, schaut, 60, 70 Jahre Gutes getan. Ich kann jetzt locker machen. Nein.
Und so holen diese Prophetenworte Motivation heraus und man gibt alles, was man geben konnte. Und wer weiß, vielleicht lebt man sogar noch länger, als man dachte, ja, und verschwendet so sein Potenzial nicht. Niemand darf sich auf die eigenen Taten verlassen. Man muss sich auf die Barmherzigkeit Allah Ta'alas verlassen. Das ist das, was Imam Taqiq ibn Aid zu dieser Überlieferung noch sagte. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Raziq, Ya Razaq, Ya Wahib, Ya Wahab, Ya Shakir, Ya Shakur, Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Nur, Ya Nur Samawati wal Ard. O Allah, wir bitten dich mit all deinen wundervollen Namen, mit all deinen, durch all deine perfekten Eigenschaften. Bitte segne den Propheten und alle weiteren Propheten und all deine Gesandten und deren Familien und deren Gefolgsleute. Und lass uns zu deren Gefolgsleuten insgesamt zählen. Bitte vergib uns, O Allah. Bitte helf uns, dass wir fünfmal am Tag die Begegnung mit dir im Gebet wünschen und unsere Sehnsucht dadurch stillen. Helf uns, dass wir Stärke bekommen in unserem Gebet, dass wir auf dem geraden Weg bleiben. Lass uns gute Vorbilder sein für all diejenigen, die dich suchen, O Allah. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. O Allah, bitte lass uns unsere Kraft, unser Potenzial entfalten. Lass uns ein langes, tatenreiches Leben haben. Lass uns den Bedürftigen Materielles wie auch Trost zukommen lassen, O Allah. Und bitte schenke den Vertriebenen zwei Heimaten, eine Rückkehr in ihre ursprüngliche Heimat und eine zwischenzeitliche Heimat. Und schenke den Unterdrückten Befreiung von ihrer Unterdrückung und den Hungernden Speise von dir, den Durstenden Trank von dir und den Verzweifelten Trost von dir. Und helf uns, dass wir alles uns Mögliche tun, um anderen zu helfen. Und bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad s.a.w. von dir erbeten hat und schenk uns Zuflucht vor all dem, wo auch der Prophet Muhammad s.a.w. bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin.